Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich schau mal wieder, ob wir. Warum ist denn hier wieder Maestro eingestellt? Ich will doch. Ich schau noch mal, ob wir Shadow finden. Drei, zwei, eins. Okay. Finden wir nicht, dann müssen wir leider Kimmich erstmal weiter auf Anker spielen. Er scheint aber auch so gut zu funktionieren. Aber trotzdem, ich habe jetzt schon gemerkt, ein, zwei Situationen, wo man einfach die fehlende Pace gemerkt hat. Und deswegen, sobald ich Shadow habe, bekommt er den auch. Ist halt ein bisschen blöd, weil dann hat man ihn erst Anker gegeben. Kostet auch über 3000. Aber was macht man nicht alles für die Weekend League? Und jetzt konzentrieren wir uns wieder. Diszipliniert spielen von Anfang bis Ende. Und versuchen zu gewinnen. Ja, ein klassisches Premier League Team mit Jesus im Sturm. Eher ein preiswertes Team, was die Spieler angeht. Geht auch deutlich teurer, klar. Ein, zwei Spieler sind recht teuer. Willian, Martial, Jesus sind vor allem für ihre Bewertungen ziemlich teuer. Aber das geht noch deutlich schlimmer und hat halt auch sonst eher schwache Spieler drin. In Anführungsstrichen schwach. Zum Beispiel Sanchez. Finde ihn auch nicht wirklich interessant oder geil dieses Jahr. Also da war letztes Jahr fand ich ihn schon, also letzte Saison fand ich ihn schon nicht so überragend und fand ihn viel zu sehr gehypt. Aber diese Saison, okay, ist er nicht wirklich gehypt, aber man sieht ihn immer mal in irgendeinem Team und ich finde ihn halt total, ja, unsinnig, dass man den spielt. So wirklich geil ist er nicht. So, er spielt 4-1-2-1-2. Hoffen wir mal, dass er nicht ganz so gut spielt. Und jetzt konzentrieren wir uns diszipliniert, aufmerksam und konzentriert bis zum Ende. Mehr müssen wir nicht machen. Oh. Direkt mal eine schöne Grätsche ausgepackt von Bakayoko und da gibt es auch direkt gelb. In der ersten Minute, oder nee, in der zweiten. Schade. War riskant, aber ich dachte, ich versuch's mal schnell. Das war interessant. Schade, da hätte ich eigentlich gedacht, dass er den zumindest aufs Tor bekommt, sodass es hier eine Ecke gibt. Da habe ich mich wohl geirrt. Zum Glück hat er einfach nur geschossen. Ich glaube, wenn er da ins lange Eck schießt, wird es gefährlicher. Ich habe ein Stück Reis zwischen meinen vorderen Schneidezähnen, merke ich gerade. Ich hatte nicht gerade Reis gegessen. Schön geblockt mit De Vries. Nein, der war doch noch nicht im Aus. Fuck. Schön gemacht. Schade, aber ich glaube, den konnte ich auch nicht nochmal rüberlegen. Musste ich abschließen. Da wollte ich logischerweise nicht hinpassen. Gut gemacht mit Benatia. Gefällt mir nicht so richtig der Anfang, muss ich zugeben. Hat er noch keinen wirklich geilen Abschluss. Einen mit Icardi, aber da war es auch nicht so richtig geil. Er packt gerne mal eine Grätsche aus, wie man sieht.
Nein! Schusstäuschung hinten stand. Auf Brozovic passen, der da mit angelaufen kommt. Torschießen, Bums aus Nikolaus. Oh, Mist. Schade, aber war gut gespielt. Ich muss es mir zunutze machen, dass er immer so aggressiv drauf geht. Ihn quasi kommen lassen. Schade. Doppelt schade. Dreifach schade. Nächste gelbe Karte. War für Bailey oder Bailly oder wie auch immer er nur ausgesprochen wird. Rodriguez hat, glaube ich, auch einen guten Freistoßwert. Ja, 92. Ach du Gott. Da muss man es ja eigentlich mal probieren, oder? Immer in die Ecke. Komm, ich wollte gerade sagen, Icardi, Mann, 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 das wäre geil gewesen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einige knappe Situationen haben wir jetzt hier. Oh, Scheiße. Haben wir jetzt hier schon geklärt. Das war mal eine gute Grätsche. Was für ein schlechter Pass wieder. Nice luck. Oh, mein Gefühl sagt, wenn ich ins 4-1-2-1 verwechsel, dann stehe ich einfach defensiv so scheiße da. Ich mach's trotzdem mal, weil wir einfach nach vorne überhaupt gar nicht wirklich durchkommen. Schöne Grätsche.
Oh, abgefälscht, schade. Schön, dass gut tun. Was mache ich denn? Ich habe immer Ideen und dann, wenn ich sie auswähle, weiß ich sofort. Oh, das war eine blöde Idee. Pass war viel zu weit. Schade. Ach, so richtig, glaube ich, funktioniert die auch nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir echt anfällig hinten sind, aber ich lasse es mal noch kurz. Ich werde wieder ein Gegner. Nee, wir fressen kein Gegentor, positiv denken. Wir fressen kein Gegentor. Diszipliniert und konzentriert bis zum Ende. Hat er gerade massiv was getan? Ich glaube. Ja, toller Pass. Ach, gegen Sterling, na toll. Zum Glück viel zu zeitig abgeschlossen von ihm. Hatte noch mega viel Platz. Oh, schade, schöne Schüsse. Glück macht er auch viele Fehler im Aufbau. Zu oft kommen diese Pässe in den Rücken oder der Gegner erläuft sich einfach das. Das ist scheiße. Aber ich wechsle wieder zurück. Kein Bock mehr. Ich habe einfach zu viel Respekt vor seinen Konterspielern und ist jetzt auch nicht total einfaches Durchkombinieren in der Formation. Deswegen, es lohnt einfach nicht, dann defensiv so schwach zu stehen. Schon wieder so ein behinderter Pass in den Rücken. Na toll, und dann noch so ein Wichserschuss, ey. Fuck! Oh, ist das unverdient. Egal, wir konzentrieren uns. Ich wünschte nur, ich hätte die Formation nicht gewechselt. So sinnlos. Oh. So dumm, ey. Der wollte auf Garantie auch gar nicht so schießen, ist auf den Knopf gekommen. Aber so ein Scheißtor.
waren schon wieder zuletzt dran. Oh. Deswegen lasse ich ihn doch ins Ausgehen, weil ich dachte, der Gegner ist zuletzt dran. Fuck. Oh, fuck. Oh Mist, und ich habe nicht auf Schießen gedrückt. Er macht selber diesen komischen Schrott da. Komm jetzt, mach jetzt so einen Scheiß-Tor nach der Ecke. Alu! Alu! Och! Das wurde also ein unverdienter Sieg für den Gegner. Aber gut, haben wir auch schon einen dieser Weekend League. Von daher ausgleichende Gerechtigkeit. Auch wenn es natürlich krass ist mit diesem Scheiß-Alu-Treffer. Ist egal, das ist, wie gesagt, ich spiele ja viel offensiver. Wenn jetzt logischerweise das 1-1 gefallen wäre, hätte ich nicht mehr so offensiv gespielt. Und dann wäre auch dieses Tor nicht gefallen, von daher. Und ich habe auch viel aggressiver verteidigt, weil ich brauche halt, ich brauchte ja den Ball. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ich muss ja das Zeitspiel unterbinden. Deswegen, ja, es wäre natürlich anders gekommen, wenn wir hier dieses 1-1 gemacht hätten. Und wie gesagt, das bleibt auch weiterhin meiner Meinung nach ein unverdientes Sieg für den Gegner, aber hat man halt auch schon einmal, egal. Ach, fuck! Bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Ich habe nicht gut gespielt, auch wenn die Tore damit weniger zu tun hatten vom Gegner, meiner Meinung nach. Bin ich zufrieden, wie ich gespielt habe. Auch nicht mit dem Wechsel der Formation und so. Es ist manchmal echt schwer einzuschätzen, ob es Sinn macht zu wechseln, die Formation oder nicht. Hier hat es keinen Sinn gemacht. Egal. Auf zum nächsten Spiel. Konzentriert und diszipliniert spielen. Ich habe trotzdem konzentriert und diszipliniert gespielt, auch wenn mir es nicht gefallen hat, wie ich gespielt habe. Also, da war mehr drinne. Definitiv. Aber ich bin ruhig geblieben. Ich habe bis zum Ende alles probiert. Und kann mir da wenig vorwerfen. Hatten auch wieder ein bisschen Pech. Ach du Gott. Neymar, Mbappé, Dembele. Das ist natürlich wieder mal ein krasses Team. Courtois, Inform, Hazard. Linker Verteidiger ist eine Legende. Er stellt wieder um. Sind auf 4-1-2-1-2. Aber gegen so ein Team, das ist auch manchmal so, dass sie dann nicht so gut spielen und einfach nur die fette Kohle rausgehauen haben. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist hier genauso. Konzentrieren und gewinnen, würde ich sagen. Konzentriert spielen. War schon mal ein toller Fehlpass. Da wollte ich nicht hinpassen. Oh, geil gespielt. Und da haben wir Glück, dass den Radecki hält. Aber das ist nicht einmal mit gegen so einen Sturm. Es ist ja eigentlich klar, da muss der Gegner schon ultra schlecht. Ach, Pogba hat er auch noch, habe ich gar nicht gemerkt. Und hat er den eingewechselt. Also, ich war dran, die ganze Zeit. Ich war die ganze Zeit dran. Jetzt, keine Ahnung, was ich hier anders machen soll. Da hat er sich einfach durchgestümpert und aus der Entfernung dann tot zu schießen, ist auch nicht so schwer. Egal, wir bleiben dran. Wir gehen direkt noch offensiv. Ruhig bleiben. Ich glaube nämlich, der Gegner spielt nicht so gut.
eigentlich eher passen müssen. Nein, das gibt's doch nicht. Alter, was war das denn? Oh, so ein billiges Scheiß-Pace-Tor. Egal, ruhig bleiben, diszipliniert weiterspielen. Es steht erst 2-0. Da ist noch alles drin. Und ich bleib dabei. Ich bin der Meinung, der Gegner spielt nicht so gut. Das werde ich euch beweisen, indem ich das Spiel jetzt noch drehe. Das war dumm. Oh nein, wie kann denn der Schuss gefährlich kommen? So, jetzt konzentrier dich bitte mal. Oh, crashen die mal, wenn ich das will. Ganz ruhig bleiben. Wir drehen jetzt das 3-0 noch. Der Gegner spielt scheiße. Punkt. Alter, spiele ich gerade so dumm oder was ist denn jetzt los? Oh, ich wollte ihn gerade runterlegen. Scheiße.
Fuck, fuck, fuck! Ja, ich reg mich auf. Das war's. Ich kann nicht mehr diszipliniert spielen. Kacke ich natürlich auch, was sonst? Es kotzt mich an, ey. Scheiße! Nullmal geschossen! Was zur Hölle? Nullmal geschossen! Okay, 3-1. Come on. Wir haben noch genügend Zeit für zwei Tore jetzt. Wir haben noch genügend Zeit für zwei Tore. Das wird jetzt das Spiel, wo wir es das erste Mal schaffen, mit 3-0 zu drehen. Passt auf. Da haben wir natürlich ultra Glück, dass hier nicht das vierte fällt. Aber der Gegner hat auch vorher Glück, dass er wieder an den Ball gekommen ist. Oh, passt doch noch mal. Fick dich doch. Scheiß Lacker, ey. Fuck you. Schmelzer muss natürlich den Ball genau zum Gegner klären. Toll. Das Spiel haben wir verloren. Gegner spielt besser und verdient, Gewinn verdient. Leider Gottes. Er hat auch ein bisschen Glück, aber trotzdem ist er eine bessere Spielerin. Was meine ich mit Glück?
Ich überlege gerade, eigentlich brauche ich gar nicht wechseln, oder? Soll ich nochmal auf 4-2-3-1 gehen? Ja, komm. Ach, wobei, scheiß drauf, ich wechsle jetzt. Wieder so ein Dreckspass, ey. Da sollte der Pass nicht hin. Nice luck. Was? Oh mein Gott, wofür gibt's denn hier Rot? Ist da komplett dumm? Ich glaube sogar, da mal Ball gespielt. Krass. Ich glaube, ich hätte hier auch das komplette Spiel über 100% geben können, hätte es trotzdem verloren. Er geht einfach sehr gut um mit seinen deutlich besseren Spielern und was soll ich da machen? Ist trotzdem nervig, kotzt er natürlich trotzdem an, aber gerade das 1-0, ich war so dran, also ich wusste nicht, was ich danach hätte besser verteidigen können. Dann kommen diese Scheißpässe teilweise einfach viel zu spät. Aber das ist gerade schon die ganze Weekend League teilweise so. Das kotzt mich an. Aber egal, das Spiel ist für mich. Ich muss einfach jetzt im Kopf damit abschließen. Das Spiel ist durch. Muss mich auf die nächsten Spiele konzentrieren. Da gibt es noch einige. Ist halt scheiße. Jetzt haben wir zwei Spiele in Folge verloren in der Aufnahme. Der Spieler hat absolut verdient gewonnen. Der letzte meiner Meinung nach nicht. Was soll's. Ich glaube, mach mir jetzt noch einen Tee, mach mir. Naja, ich weiß auch nicht so richtig. Egal, bis zum nächsten Mal.